freuen uns, dass wir am digitalen Zukunftstag mitmachen dürfen. Wir sind die Hand- und Fußmeile aus Harenberg. Wir bieten Fußpflege, Kosmetikbehandlung und Naildesign an. Also es geht hierbei um den Kosmetikberuf und ihr habt ein paar Fragen euch ausgedacht und die möchten wir euch gerne beantworten. Wie hoch ist der Frauen- und Männeranteil in dieser Branche? Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eher der Frauenanteil, aber so ganz genau weiß ich es natürlich nicht. Frage 2. Welchen Schulabschluss braucht man für eine Ausbildung in dieser Branche? Also ein Hauptschulabschluss reicht völlig aus. Und wenn ihr den Hauptschulabschluss gemacht habt, dann könnt ihr auch sofort mit der Ausbildung beginnen. Es gibt 2 verschiedene Ausbildungsmodule, einmal das duale System und einmal die Ausbildung einer staatlich anerkannten Kosmetikschule. Bei dem dualen Ausbildungssystem läuft das so, die Ausbildung dauert 3 Jahre. Das Gehalt liegt circa im ersten Ausbildungsjahr bei 640 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr bei 730 Euro und im dritten Ausbildungsjahr bei 860 Euro. Das Einstiegsgehalt liegt ungefähr circa bei 1600 Euro. Wenn ihr die Ausbildung an einer staatlich anerkannten Schule macht, ist es so, dass die Ausbildung 2 Jahre dauert, ihr aber leider kein Geld bekommt. Die Ausbildung muss bezahlt werden. Dazu muss ich aber sagen, gibt es auch Fördermöglichkeiten, die man beantragen kann. Ich persönlich tendiere zu dieser Ausbildung, weil es einfach eine intensive Betreuung den ganzen Tag für euch gibt, in der Theorie und ganz viel mit einem hohen Praxisanteil. Und ihr seid dann gut vorbereitet auf euer Berufsleben. Wie sind die Arbeitszeiten? Wie ist das mit den Überstunden? Also, bei uns im Studio ist es so, wir arbeiten von 9 bis 18 Uhr ungefähr und versuchen auch, soweit es geht, unsere Zeiten einzuhalten. Aber natürlich kommt die ein oder andere Überstunde auch mal vor. Was gibt es für Kündigungsgründe? Es gibt 3 verschiedene Kündigungsgründe: betriebliche Kündigung, die personalbedingte Kündigung und die verhaltensbedingte Kündigung. Was war die lustigste und seltsamste Begegnung mit einer Kundin? Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht, ist ganz schwierig, aber ich kann euch sagen, während der Fußpflege zumindest gibt es ganz viele verschiedene Gespräche, lustige, traurige, spannende, langweilige Gespräche zwischen den Kunden. Man redet, man lacht viel miteinander, man weint miteinander und ja, dazu muss man halt einfach offen sein. Zu eurer letzten Frage, wo lernt man Wimpernverlängerung? Ja, dafür gibt es einfach spezielle Schulen, da müsst ihr euch mal umhören. Da gibt es Spezialausbildungen für die Wimpernverlängerung, wie für alle anderen oder viele andere Dinge auch. Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für euer Interesse an dem Beruf der Kosmetiker, Kosmetikerin. Und ich möchte eins euch auf den Weg geben, egal für welchen Beruf ihr euch entscheidet, es muss auf jeden Fall Spaß machen. Und dabei zählt nicht im ersten Moment, wie viel Geld ihr verdient. Das ist ganz wichtig für euch. Dafür wünsche ich euch alles Gute und vielen Dank.